Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3 mit dem Schickiboink. Hallo. Hallo. Ich muss mich heilen gerade. Du musst dich heilen. Ich bin geheilt. Du heilst dich schon den ganzen Tag lang, weißt du das? Ja. Seit gestern heilst du dich schon. Ich bin schon. Ja auch voll verschnupft und so. Ja, das war auch sehr, sehr anstrengend, die letzte Folge. Also durch Minenfeld und dann hat er so gut wie keine Luft mehr gehabt. Also, ja, ja, das war aber so ein locker, flauschiger Weltraumspaziergang jetzt, hier. Jetzt muss ich mir das mal angucken hier. War das mit Stase oder mit... Ja, genau. Mhm. Nee, das war hier so, ne? Ja. Ah, zack. Okay, mit F. Also nicht mit Stase, mit dem... Doch, mit das dem, ist Stase nee, gewesen. Mit dem Magneto. Mit F ist das bei mir. Ach so, okay. Mhm. Aber F ist ja auch Stase an sich, ne? Nee, C ist so ein Stase-Schub hier. C. Mhm. Okay. Hier, das ist... Oh. Siehst du? Guck mal, mein Rücken leuchtet. Zeig mal. Ja, der... Nee. Nicht? So, was machen wir denn hier jetzt? Ja, weiß ich nicht. Wo müssen wir eigentlich lang? Hier. Ich habe einen schweren Standardrahmen gefunden. Ich glaube, damit kann ich meine Waffe modifizieren. Und schweren vor allem. Warum habe ich den nicht? Kann ich damit jetzt meine Waffe... Nee, dann kannst du, glaube ich, nur am Tisch machen. Aha. Also an so ein Produktions... Hier ist Munition, liegt zumindest hier offen rum. Wo denn? Hier lag auf dem Weg Munition rum. Und ach, da ja, auf... Da und hier auch irgendwo. Ganz viel Muni. Mhm. Schöne Lichteffekte haben wir hier. Hm, hm, hm. Stimmig, guck mal. Und hier steht, all is lost. Das stimmt schon mal ein für die Dinge, die da kommen mögen. Oder Alice lost. Was lost Alice, sie denn? Alice lost, ne? Wir müssen ja zurück. Ja, eigentlich müsste doch... Ja, ist doch alles... So. Da lang, ne? Hallo? Kuckuck. Ich mach mal hier den Hebel an, ja? Oder machen wir erstmal das hier. Das sind wieder so eine... Schick, schick. Ja, aber was macht man damit? Weiß ich nicht. Oder muss man die... Kann man die... Kap ich mach mal ein bisschen Licht, ne? Ah. Hallo. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Aber der konnte lange. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Halt, Isaac. Kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Okay. Immer diese Befehle. Kein Zutritt für Unbefugte, stand da eben. Ich glaube, hier sind wir sicher. Ich warte auf Partner. Achso. Die Türen knattern so komisch. Bei dir auch? Ja. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Was macht er jetzt? Schweißen oder? Ja, erstmal nötige Schweißarbeiten erledigen. Ich denke, die haben da drin keine Luft mehr. Ja, wir müssen da hinten lang, natürlich ins Dunkle. Drücke Tab, um das Inventar und Aufgaben aufzuräumen, aufzurufen. Ah, was habe ich denn hier? Warte mal kurz. Ich habe hier einen schweren Standardrahmen. Ja, den habe ich auch. Den hast du bestimmt zeitgleich mir übertragen. Und ich habe einen Tesla-Kern, einen Antriebsmotor zum elektrischen Schweißen mit Starkstrom. Nee, das habe ich nicht. Der lag hier hinten, wo ich bin. Oh, die Türen knattern so dämlich. Wo liegt hier was? Hier lag der. Nee, hier liegt nichts. Halt. Tja, naja, gut. Ist da hinten noch was? Warte mal. Oh, Entschuldigung. Ich sichere die Tür. Hier ist noch eine Leiter nach oben. So. Wir müssten zwar da hinten lang, aber die Leiter hier nach oben, die... Schon reizvoll, ne? Ja. Vor allem, wenn hier hinten Kisten stehen.
mit EA-Wandler und Somatgel drin. Ich habe einen Halbleiter und noch einen Halbleiter. Das Somatgel, das ist ja, damit man die Waffen waschen kann, nach diesen ganzen Blutaktionen hier, ne? Mhm. Ja, ja, das habe ich auch hier zu Hause für meine Waffen. Richtig. Nach jedem Frühstück. Partner braucht mehr Platz. Das ist die andere Beschreibung für zu fett. Aber ich war kilometerweit von der Leiter entfernt. Wir gehen jetzt in die Frachtbucht. In die Frachtbucht? Ja, das ist die Frachtbucht. Mach mal Licht. Das ist mir nicht geheuer, du. Nee. Gibt's hier irgendwo Auslässe? Überall Särge. Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Ah. Ja, ja. Exekution. Wie kommen Sie darauf? Die Blutflecken an der Wand sind im Kopfhöhe. Kein gutes Zeichen. Nee. Ich will nicht. War hier irgendwas? Nö. Aber hier ist so eine Ausstiegsluke. So eine typische. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Hochfahren? Energiezellen mit Kinese einsetzen und entfernen. Hast du schon? Ich versuch's, ich drücke C, aber es passiert nichts. Ja, du solltest ja erstmal. Nee, hier ist die. Oder da ist eine? Nee, da. Ach so. Aber kann ich nicht rausnehmen hier. Ach, das ist eine Energiezelle. Wenn ich doch C drücke, warum funktioniert Nein, F, das nicht? F. Oh, C okay. Ist Stase. Aber bevor wir das machen, warte mal, hier ist eine Werkbank. Können wir die jetzt benutzen hier? Wieso? Kann sie auch nicht benutzen. Vielleicht geht das erst später im Spiel. Nee. Komm. Wieso geht das nicht? Hier ist noch ein Powerknopf. Nee, da muss das Ding hier rein. Okay. Ah, jetzt ist es an. Die Bank. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Jetzt können wir Waffen bauen. Kann ich eine bessere Waffe als die machen. Tesla-Kern. Schwerer Standardrahmen. Willkommen bei der Bank. Benutze das Menü Waffen herstellen, um neue Waffen zu bauen oder dein vorhandenes Arsenal zu modifizieren. Außerdem hast du hier Zugriff auf Waffenteile. Benutze das Menü Pläne, um Waffen nach Anleitung zu bauen, die du gefunden oder von einem Koop-Partner erhalten hast. Ey, warum habe ich von dir noch nichts bekommen? Keine Ahnung. Benutze das Menü Waffen-Upgrades, um deine Waffen mit Upgrade-Platinen zu bestücken. Upgrade, Nachladegeschwindigkeit, Schadenclipgröße und Feuerrate. Das ist ja kompliziert. Benutze das Menü Objekt herstellen, um aus Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Pakete, Stase-Packs und mehr herzustellen. Und benutze den Safe, um dein Inventar zu verwalten. Gelagerte Waffen findest du hier, Teile verkaufe und verschiebe Objekte zwischen deinem Inventar und dem Safe. Mit wem soll ich denn das verkaufen? Ist doch keiner hier. So, oberes Tool, Spitze, Standardspitze, unteres Tool. Wie steuere ich das jetzt hier? Ach nee. Jede Waffe hat ein oberes Tool. Kombiniere Tools und Spitzen, um die Art des Beschusses zu modifizieren. Die meisten Waffen haben Platz für ein unteres Tool. Ziele und drücke Leertaste, um untere Tools abzufeuern. Aha, das war mit dem Wechseln zum Beispiel. Ich finde da jetzt gerade noch nicht so durch, aber... Ja, benutze Maus, um verschiedene Kategorien von Waffenteilen auszuwählen. Ende. Okay, dann, was haben wir denn? Ich habe Pläne. Ich kann mir jetzt eine einfache Strahlenkanone bauen, die ich wahrscheinlich aber schon habe, ne? Und, was könnte ich noch bauen? Nicht weiter. Und zurück. Alles per Tasten. Sauber. Hm. Ups, das wollt ihr noch nicht. Moment. Ich wollte außerdem gucken, was ich für Waffen habe. Inventar. Und dann rechter Waffenslot. Kompakt Standard Plasma Cutter.
Und das andere ist eine Maschinenpistole. Mhm. So, herstellen können wir noch nichts. Nee, okay. Na doch, also ich könnte herstellen, diesen Plasma, nicht Plasma-Cutter, Moment. Und zwar könnte ich herstellen eine einfache Strahlenkanone. Ach so, ja, aber ich meine jetzt unter Herstellen. Okay. Ja, unter Herstellen. Baue aus Plänen Waffen. Einfache Strahlenkanone. Eine Standardstrahlenkanone, die verwendet wird, um große Scheiben Erz abzuschneiden, wird mit gesammelten Teilen, falls vorhanden, hergestellt. Und benötigt null Ressourcen. Weil wir die ja schon haben. Das ist nämlich der Plasma-Cutter. Ach so. Warum steht dann da nicht Plasma-Cutter? Ja, oder? Verstehst du? Würde ich jetzt so sagen, ne? Ja, aber der Plasma-Cutter sieht anders aus. Guck mal, ob du die auch hast. Eine einfache Strahlenkanone. Ja, ja, habe ich auch. Unter Pläne, ne? Genau. Aber Kosten, sind null. Null. Das ist richtig. Na, dann mache ich jetzt nochmal ein Upgrade. Was kann ich denn modifizieren? Ich könnte eine untere Erweiterung. Oh Gott. Keine Erweiterung dafür. Okay. F zurück. Also die Steuerung ist sehr arg gewöhnungsbedürftig. Allerdings. Standardspitze. Okay. Haben wir ja. Militärantrieb. Haben wir einen Tesla-Kern, den wir benutzen könnten, der aber... Ich kann gar nichts machen. Echt nicht? Nö, ich kann hier nichts anbringen. Meine Waffen sind nicht upgradebar. Du hast doch aber die gleichen wie ich. Ich habe ja die Limited Edition. Ich habe jetzt nämlich eine Schrotflinte gekriegt. Ach so. Ich könnte jetzt einen Tesla-Kern als unteres Tool anbringen und hätte damit... Wow. Ganz schön Wumms, das Ding. Ach, und da fehlt mir... Verstehe ich nicht. So, was können wir hier mit der machen? Die kann sich drehen. Upgrade-Platinen, Militärantrieb, ich dreh durch. Ja, hier ist also alles. Upgrade-Platinen haben wir noch keine. Ich könnte hier einen Rahmen setzen, aber das wird bei mir alles dann rot markiert. Drehmanschette. Tesla-Kern. Ja. Aber das verringert auch irgendwas, die Trefferpunkte nämlich. Das ist ja blöd. Wenn man den Tesla-Kern an die Maschinenpistole anlegt, dann verringert das die TP. Ja, aber du könntest es als unteres Tool anbringen, dann... Ach so, als unteres. Ah, warte mal. Ja, als... Dann kriegst du nochmal unteres Tool einen anderen Modus. Ah ja, okay. Und das mache ich jetzt einfach mal. Teil anbringen. So. Fertig. Hä, wie kann ich denn das als unteren? Okay. Ist jetzt, kompakt Standard Maschinenpistole mit Bogenschweißer. Ist es jetzt. Aber wie hast du denn das untere Tool angebracht? Na, ich bin Maus nach links, dann ist unteres Tool ausgewählt, dann E. Ach da, okay, ja. Und dann kannst du ja... den Tesla-Kern einsetzen, ne? Genau. Und dann ja, nochmal F wie fertigstellen. So, und jetzt habe ich eine Kompakt-Standard-Maschinenpistole mit Bogenschweißer. Oh ja, ich auch. Geil. Ziel erfüllt. So, F, F, weg da. Und jetzt hast du nämlich den Leertastenschuss und den linke Tastenschuss. Yo, hat was. Was hatte ich denn für einen Helm auf? Hatte ich den vorhin schon auf?
Kann man eigentlich 3 oder 2 Waffen mit sich rumschleppen? Ich glaube 2, ne? Ne, 3 kannst du, glaube ich. Später. Also laut Inventar würde ich sagen 3. Okay. Naja, weil da ist noch ein Slot oben. Jetzt geht's noch. Na gut. So, wir müssen hier durch dieses große Tor, sagt er. Aber ich möchte gerne hier noch oben gucken. Ja, guck mal. Folge dir unauffällig. Guck mal, der ganze Schrott, der da oben liegt. Hier sind nämlich noch... Du brauchst mehr Platz. Du bist doch kilometerweit weg. Was war das denn jetzt? Das waren irgendwelche Didics. Ich hab... Achso, Energiewandler habe ich bekommen. So, gut. Du bist schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ja, ja. Na, kommt gleich wieder. Brauchst mehr Platz? Nö. Da ist irgendein Geräusch. Oder warst du das eben? Nee. Ja, das war ich. So, achso. Öffnen. Oh oh, oh oh. Da steht ein Schuh. Da steht ein Schuh. Das ist aber eine sehr gruselige Tür. Ja. Und hier ist ein Becher. Da hat jemand seinen Kaffee verschüttet. Hier sind überall Kaffeeflecken. Ja, und hier hat, weiß ich nicht, Aschenbrödel seine Schuhe verloren. Okay. Verschoben so. Hast du auf alle Fälle den Schuh. Ja, ein bisschen, ne? Was ist, geh was nicht zu. Bleib offen, du Tür. So. Wir brauchen Licht. Oh, jetzt kommt wieder das Knattern der Tür. Warum geht das nicht? Jetzt. Da ist wieder ein Zwischenraum. Hier ist ein Freizeitdeck. Was? Hier ist was. Irgendwo. Oh. Keine Ahnung. Ich höre Geräusche. Oh mein Gott. Da oben bewegt sich das Seil. Diese Tür nervt. Ich teste gleich mal die Schrotflinte. Hallo? Hallo? Da oben hängt was. Was zur Hölle bist du? Oh. Oh Gott, genau die. Da ist ja noch einer. Oh. Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken wir Ihnen auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Auf die Extremität. Okay, okay. Och, guck dir mal, wie riesig das Ding ist. Warte mal. Oh ja. Und das da unten, dieses leuchtende Objekt, ist auch voll riesig, ne? Ja. Warum schnaufst du denn so? Ich bin erschöpft. Ach so. Was ist das hier? Mhm. Da kann man mit einem... Hier liegt eine Leiche. Geht nicht. Oh, gut. Okay. Man kann doch die Dinger eigentlich auch schleudern hier, oder? Wie kann man die eigentlich schleudern? Hä? Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Linke Taste drücken? Oh. Oh, Magic. Ja, jetzt ist sie langsam. Mit linker Taste kann man die schleudern. Mit linker Taste? Warte mal. Werf mal zu mir.
Oh, ja, so kann man es also machen. So, warte. Und zu dir. Ja, und jetzt, warte. 3, 2, 1. Witzig. Okay. Okay. Mal eben heilen. Wieso, habe ich dich getroffen oder ist das noch von vorhin? Nee, von gerade. Also hat dir wehgetan? Hat mich voll aua gemacht. Du bist da gerade über Karl Otto gelaufen. Karl Otto? Somatgel? Wo ist denn Karl Otto jetzt hin? Der lag hier in der Tür. Schieße auf Gliedmaßen, um Gegner für extra Schaden zu zerstückeln. Wo ist er denn? Ist er hinter uns? Nö. Wer denn? Da ist, hier Wenn's ist den da. Da, jo. So, wo ist er? Da, warte. Alles erledigt. Aber da unten hast du eingesammelt, da war noch so. Ich hatte hier eine Ecke eigentlich eingesammelt. Mir fällt das deutsche Wort nicht dafür ein. Wie heißt das denn nochmal? Locker hier. Ja, aus den Umkleidekabinen. Spind. Genau. So. Hui. So. Da oben ging es nicht lang, ne? Nee, der sagt doch hier lang. Lang, ne? Okay. Hier ist noch was. Was? Ein Artefakt habe ich aufgesammelt. Schön. Ich habe bloß die Tür aufgemacht hier. Ja, ich guck mal, was da abgeht. Boah, nischt, ne? Falscher Alarm. Nee, da hängen welche. Boah. Ich glaube, wir sind hier sicher. Ja, ja. So, was geht hier hinter uns ab? Gar nichts, das ist eine Tür. Hier ist safe. Oh, dieses Rattern geht mir auf den Sack. Das hat eigentlich gar keinen Effekt zu zertrampeln. Ach nee, doch, man kriegt dann Gegenstände. Ja. Zertrampeln hilft. Halbleiter zum Beispiel. Hier drüben ist ein. Kein Zutritt. Verriegelt, okay. Upgrade-Platine. Oh, hier ist noch Munition. Plus 1 Feuerrate. Hab ich auch gekriegt. Oh. Ja. Die Schrotflinte ist gut. Kann man machen. Sieht dann aber scheiße aus. Was ist denn? Warte mal kurz. Ja? Ich hab da irgendwas komisches im Inventar. Standard-Upgrade-Platine. Achso, die können wir dann einsetzen an der Bank. Okay, gut. So. Ja. Sie ist verriegelt, dann geht's da lang. So. Ich dachte, da wäre ein Fahrstuhl. Okay, hier geht's da unten. Wer will? Ich. Feuer! Ich sagte Feuer! Einsatz! Wo zum Teufel sind Sie? Was ist an der Übergangsröhre? Ich komme immer mehr! Leiter von Partner blockiert. Ja, ich bin weg. Errichten Sie eine Barrikade. Halten Sie sie noch etwas auf. Was ist. Geht denn da ab? Wir sind zu der Party, glaube ich, eingeladen. Mhm. Na. Ich ahne Schlimmes. Ist jetzt kaputt? Ja. Das sieht hier nach Antischwerkraft aus. Cool. Achso, man muss Alt drücken. Du musst Alt drücken, dann schwebst du. Hm. I believe I can fly. Dem traue ich aber nicht, dem Luder da. Okay, dann
mal lieber einen Kopf ab. Guck mal, da schwebt er. Der auch. Ich weiß nicht, ob Kopf ab reicht doch nicht, oder? Ich meine. Nee, aber zumindest ey. Oh, oh. Was ist das? Ist aber süß. Sieht aus wie Snoopy mit Tentakel, oder? Und schießen tun sie auch immer. Ja, Mann. Sind sie weg? Nee. Noch eins? Das war's, glaube ich, hä? Nee. Nee. Da, oh, da unten. Oh, Windschleiche. Hab's. Nee, doch nicht. Ach, siehst du, das geht ja auch. Was denn? Man kann sich mit F die Items ranziehen zum Aufsammeln. Wo sind denn hier Items? Na, ich hatte gerade Munition aufgesammelt. Oh, warte mal, da müssen wir immer eben sammeln hier. Also das geht mit denen auch. Leider kann man sie hier nicht zertrampeln, ja? Nee, das stimmt. So, ich bin drüben angekommen. Und hier ist eine Stasis-Station. Gut. Guck mal, ich kann dich bestimmt... Nee. So, Stase brauche ich. So. So, was haben wir hier hinten? Auf alle Fälle erstmal nachladen. So. Eine Leiter. Munition. Jetzt nehmen wir natürlich die ganzen Textlogs hier nicht mit. Müssen wir das? Wollen wir das? Brauchen wir das? Ach, von mir aus gerne. Warte mal, wo sind sie denn hier? Das Menü ist hier. Das ist dann L wie Logbuch, wa? Ja. Was ist das hier? Man muss es auch vorlesen. Ich möchte jedem einzelnen Crew mit... Du siehst es ja nicht, ne? Nee, alles gut. Oder? Nee. Nee. Deswegen, also das ist dann auch ein bisschen doof. Na gut. Ich möchte jedem einzelnen Crewmitglied für die Teilnahme an dieser historischen Expedition danken. Nie gab es einen würdigeren Grund oder düstere Umstände als die, denen wir uns heute gegenüber sehen. Zwar haben die meisten von ihnen keinen Zugang zu den vollständigen Details dieser Mission, dennoch sollten sie Folgendes wissen. Unsere Hoffnungen und Träume für eine Zukunft stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonien liegt in ihren fähigen Händen. Das war's. Ja, also es gibt noch ein bisschen mehr, aber... Na gut, gehen wir weiter. Es ist natürlich dann so ein bisschen doof. Das müsste man... das ist ein langer Aufstieg. Warum gehe ich denn eigentlich vor? Ich bin doch der Hauptprotagonist. Ich wollte eigentlich vorgehen, aber... Ja, und hinten ist bei mir irgendwas kaputt... Schatten, Schatten. Schatten. Ich kann nicht weiter. Partner braucht mehr Platz. Oh! So, wo sind wir denn hier? Das sieht mir nach dem Kern aus. Oh, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut, das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Okay. Wenn ich den zuvor wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Warte mal. Was machst du da? Ach so. Hä? Aber der geht immer wieder runter. Hoch.
Man bräuchte jetzt hier eine dritte Person. Aber wir müssen ja auch eh erst hier lang, ne? Also woanders lang, oder? Weiß ich nicht. Oder warte mal. Ah, warte mal. Nee. Die Stase hilft nichts. Ich kann jetzt hier in der Station auch nichts machen. Ah, warte mal. Doch, komm mal her. Ja, was denn? Ich zieh das runter und dann kommt dahinter ein anderer Knubbel zum Vorschein. Okay. Warte mal. Da, dreh den mal. Oh oh. Da kam. Rosa! Okay, also nochmal. Das Ding muss. Okay. Da kommen welche. Oh. Health. Genau. So, dann holen wir uns das nächste und holen uns den nächsten Schocker, oder? Oh ja. Dann nehmen wir uns mal die zwei am besten. Alles und ruhig? Wo? Nee, nicht ruhig. Falsch gedacht, hä? Ich sehe aber nichts. Ich auch nicht. Was ist da unten? Achso, das ist der, den wir vorhin gekillt haben. Okay. Dann würde ich mal... Würde ich mal sagen, Schickboink, wir, bevor wir das Ding hier anmachen, ja, machen wir ein kleines Päuschen, oder? Kleines Päuschen, okay. Naja, also ich wette, hiernach kommt irgendwas. Hiernach kommt irgendwas. Und ich muss vorher noch mal auf Toilette. Und ich auch. Na, also in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, Kommentare rein, schreibt, habt ihr es auch schon gespielt? Wenn ja, wart ihr schon hier? Wenn nein, wo wart ihr denn sonst? Und ansonsten lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Genau. In diesem Sinne. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.